Da fahren wir mal neu, auch kein Quatti, ein Zebra dran winkeln, gucken mal, was da so gibt. Ne? Cerveza. So, jetzt sind wir also unterwegs in Richtung Gran Salzpass und in Ocanquati haben wir die letzte Chance nochmal einzukaufen. Dann haben wir praktisch ein paar hundert Kilometer, wo keine Möglichkeit besteht, irgendwas zu erwerben. Weißbrot, Mehl. Und Christina, haben wir alles, ja? Drinks, ja. Möchtest du mal einen trinken? Ja, genau. Und Wolfgang, alles klar? Alles bestens. Ein Taxi. Warum hat man erstmal Kompass raus? Briefing. Einnorte. Norte ist... Genau. Was ist das? Das ist wohl Norte nicht. Du musst immer ein Auto-Handy einstecken, mit Kompass integriert. Warte. Da, guck. Ne. Guck da. Ja, du Al-GPS, haben wir das nicht. Kompass, Achtung. Da ist Norden. Ja, wer hat noch einen Norden zu bieten? Ich hab den Kompass hier. Norden ist da, definitiv. Der Auerlügen. Ja, das ist schon peinlich. Da hat man drei GPS-Geräte dabei und muss immer noch die Einheimischen nach dem Weg fragen. Den Grund für das Debakel erfahrt ihr gleich. So, jetzt starten wir also in Richtung Gran Salzpass. Natürlich ohne genaue GPS-Daten. Die haben wir nicht bekommen. Die sollten wir vom Ralf Möglich von Krempel Travel bekommen. Er war aber nicht vor Ort in der Lodge. Und so haben wir uns beim namibianischen Automobilclub Karten geholt. Die GPS-Daten der Landkarten haben wir dann manuell in unsere Geräte eingegeben, die haben aber größtenteils leider nicht gestimmt. Thomas macht jetzt das Vorgelegen nochmal neu. Versucht jetzt da. Jetzt muss ich meinen Motor hören. Was mit dem Instructor innen drin? Nix oder was? Ja. Gas, der Motor muss man hören, hopp! Jawohl, Ruf! Die Pisten werden immer schlechter und wir kommen immer tiefer ins zentrale Kaogo-Feld hinein. Kommt also kein Wasser mehr, also. Immer wieder stoßen wir auf Dörfer, die wegen versiegter Brunnen verlassen sind. Die Regierung lässt die Brunnen auch nicht mehr reparieren. Sie will praktisch, dass die Nomaden wieder umherziehen wie früher, dass keine Verödung wie in der Sahelzone in Nordafrika stattfindet. Immer weiter geht es Richtung Gran Salzpass, wie wir annehmen. Aber leider wissen wir nicht, dass wir nicht wissen, wo wir sind und dass wir den Gran Salzpass nicht erreichen werden. Also Kaogo-Feld, wir sind im Kaogo-Feld sozusagen. Das ist weg von der Straße. Ne? Das gibt nicht mehr jeder Flachwichser her. Training von Salzpass 1 die erste. Klappe. Ein geiles Bild. Langsam. Sehr langsam, Otto. Sehr langsam, jawohl.
Also die Piste werden so absolut härter und extremer und ist so richtiges, anspruchsvolles Offroad-Fahren. So langsam geht es auf die Knochen und die Konzentration lässt nach, also es ist kein Kindergeburtstag, was wir hier machen. Das läuft also alles unter dem Motto, wer das Abenteuer sucht, muss auch starke Nerven haben. Nur mal nebenbei erwähnt, auf diesen Strecken besteht kein Versicherungsschutz. Wenn da was passiert, ist man selber haftbar, also muss alles selber bezahlen. Geht durch eine tiefe Schlucht, sehr felsig. Üble Piste. Zwischendurch noch eine kleine Information zu dem Van Salzpass, zu dem wir eigentlich fahren wollten, den wir nie erreicht haben. Das ist einer der härtesten Offroad-Pässe im Süden Afrikas. Also jeder Offroad-Fahrer, der da unten rumfährt, kennt den Van Salzpass. Und, geht's? Wolfgang, guckst du mal. Mittlerweile quälen wir uns schon über 7 Stunden hier entlang über die schlechte Piste bei 50 Grad im Schatten. Und die Muskeln tun weh, alles übersäuert, also ist schon heftig, also schlimmer darf es nicht mehr kommen. Es kommt natürlich noch schlimmer, es geht nämlich bergauf. Also von Salzpass kann nicht mehr schlimmer sein. Piste ablaufen, wie schön steinig die ist. Und seht ihr mal, bei 45 Grad Schatten, 6 Grad Sonne, da muss man da noch laufen. Beste ist, man läuft, nur kein Fahrzeug. Ich habe jetzt in den Van Salzpass Luft gefahren. Nach den Strapazen ist man hier platt und keine Kraft mehr und ein Sturz ist da natürlich ganz normal und natürlich haut es uns aufs Maul, bleiben Koffer hängen, Sturz, Koffer reißt ab, Christina prellt sich böse. Also nach dem Unfall beschließen wir, dass wir nicht mehr weiterfahren, dass wir also nicht den Van Salzpass suchen, sondern dass wir dann am nächsten Tag wieder Richtung Zivilisation fahren und dass wir uns jetzt für die Nacht ein schönes Camp suchen. Da oben ist Wasser drin. Da war Wasser drin auch. Haben wir nicht gefüllt? Nein, deshalb. Hast du erst gestern schon gesehen. Wir haben nicht so viel Wasser wie wir. Wir haben den Kanister nicht gefüllt. Nein. Wir fahren mit dem leeren Kanister rein. Wir fahren mit dem leeren Wasserkanister durch die Gäste. Könnte ich mal vorgucken. Allah el Akbar. Das könnte ich mal vorgucken. Ja, wir können ja mal. Benzin saufen. Ja, ja, genau. Guck erst, ob es Benzin ist. Das Wasser. Ja. Ey, ey, auf die Socke, du geil. Du brennst. Nach dem extremen Tag heute schmeckt uns das Bier am Lagerfeuer besonders gut. Ich muss auch zum Glück für den Heckel raus, mal besser wie er erzählt hat. Ich stand da nicht mehr so untertrieben. Ne? Oh je, nee, und ich vorne. Ich habe mir vorgestellt, es gibt sogar nicht so zwei vorne, die da noch. Alles, jeder hat alles versenkt. Der Mond im K.O.-Feld. Der Kaffee ist auch fertig, ne?
Das ist halt die Katzenwäsche mal eins, ne? Vierteltasse Wasser. Schmutzwasser natürlich, dass die zuerst sauber werden. Thomas kennt doch seine Lieblingsgeschäftsschuhe noch, Essen und Trinken. Und Michael, alles klar? Können wir weiter stolpern. So, die Nacht hat uns allen recht gut getan. Es geht über Schotterpisten weiter in Richtung Oropembe. In Oropembe ist eine kleine Himba-Siedlung und eine Wasserstelle und dort zweigt eine Piste ab in Richtung Süden. Der weiteren Strecke nach Oropembe passieren wir eine Grundschule der Himbas. Da halten wir natürlich mal an und schauen mal rein. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die wir schon bereist haben, sind die Kinder hier überhaupt nicht aufdringlich oder frech und freuen sich schon, wenn sie einen Bonbon bekommen. Den Lehrern geben wir noch ein paar Schmerztabletten, da sie hier in der Abgeschiedenheit kaum die Möglichkeit haben, Medikamente zu bekommen. Das war also ein ganz tolles Erlebnis und als wir dann weiterfahren, winken uns die Kinder und die Lehrer noch lange nach. Unterwegs treffen wir auch noch auf Gräber von Himba-Häuptlingen. Da diese Strecke ganz schwach frequentiert ist, sind sie auch nicht eingezäunt. Die Rinderschädel über den Gräbern, die aufgespießt sind, zeugen vom Reichtum der hier bestatteten Häuptlinge. Man sagt, dass pro Schädel der Besitzer 1000 Rinder besaß. Ich hätte ganz gerne Motorrad lenken bei mir im Grab. Und ich hätte Bammer hängen, oder Michael? Dann müsst ihr wieder Richtung Norden gehen. Ja. Ne? Also müsst ihr Süden fahren und dann müsst ihr wieder ein Stück Richtung Norden also gehen. Also wir probieren es einfach für Hasfeld am Fahrrad. Wenn es zu stimmen ist, drehen wir ihn. Ansonsten haben wir immer eine Option, dort zu übernachten irgendwo und dann am nächsten Tag wieder fahren. Wir haben wieder mal unsere 50 Grad in der Sonne und da muss man öfters mal eine Pause machen und ein Wasser trinken. Zum Glück haben wir das Auto dabei, ist genug Wasser drin. Also es sind ja mittlerweile ganz tolle, faszinierende, extrem offene Landschaften, die wir hier durchqueren. Nur die Straße führt durch, sonst total unberührt. Sensationell.
Der Weiß ist gut. Oder auch nicht, hat's ab. Gut. Der führt in die Freiheit. Ja. Nimmt's ab. Nach 2 Tagen extrem endlich Land in Sicht. Oh Pembe, man riecht förmlich schon das kalte Bier. Und was haben wir jetzt gekauft? Hä? Was haben wir gekauft? Ja, jetzt haben wir Papier gekauft. Ja, alles klar, ne? Hast du vielleicht Leute gekauft? Ja, ja. Was? Thank you. Bye. Brauchen wir genug? 13 Liter ist lang. Jetzt haben wir ja im Europembe-Shop gut eingekauft, Bier haben wir genug. Dann werden wir von der Polizei auch noch eingeladen, hier in Europembe auf die Station zu übernachten. Können wir natürlich nicht ablehnen, das natürlich wäre ja die Gastfreundschaft missachte, ist schlecht hier. Also übernachten wir bei der Polizei heute. Acht Liter Leder, du. Das ist was du gemacht. Ja, ja. Gianni vielleicht noch? In den nächsten Tagen führt uns unsere Strecke von Oropempe aus über Purus zurück nach Sesfontein. Auf nach Purus! Purus, willkommen! Ja, die ersten Kilometer sind ja fantastisch gelaufen, 50 Kilometer volle Lotte und dann musste es ja mal passieren, ein Plattfuß. Zum Glück im Auto und im Motorrad und Otto hat ja 2 Ersatzreifen an Bord, ist also alles machbar. Nicht so schlimm. Wenn uns das natürlich oben im K.O.-Gefeld passiert wäre, wäre es schon extremer gewesen. Hier auf der geraden Strecke ist der Reifentausch überhaupt kein Thema. Seid mir am Plattenbau, wie Gott ist gemerkt. Ja, der hat gerade abgeblasen, hast du ja gesehen. Da. Der letzte reißt es gerade noch raus. Auf Thomas! Unser Wettermann in Südafrika. Also die Sonne scheint von hier aus, der Nebel ist da drüben. Wir haben ungefähr 22 Grad, optimal. Heute wäre ich mal nicht ganz so schwitzig, jetzt wäre ich auch schon ein T-Shirt angezogen. Temperaturtendenz? Tendenz fallend. Bis Sesfontein dann wieder extrem steigend auf über 40 Grad. Wow, ja, super. Gut. Das war mal eine Power-Etappe. Mit relativ guten Pisten sind wir recht gut vorwärts gekommen. Wir erreichen am späten Nachmittag den Campground von Purus. Der Platz hier wird von Mitgliedern des Stammes der Herero betrieben. Hier gibt es fließend Wasser, eine Toilette und sogar Duschen. Der Christine einen Sturz, wie wir gestürzt sind, vor 3 Tagen.
hat ganz schöne Spuren hinterlassen. Das sind also die Schäden, wenn man vom Motorrad, wenn man umkippt oder stürzt, ne? Haben wir noch Glück gehabt, dass nichts gebrochen ist. 3 Tage her hat er, das hat er am Beige. Ne? Ja, auf mehr durch. Abenteuer. So, jetzt geht's wieder weiter. Die letzte extreme Etappe von Purus aus Richtung Forsisfontaine. Dort gibt es ein altes deutsches Fort aus der Kolonialzeit. Das ist umgebaut worden zu einer Lodge. Dort wollen wir übernachten. Da gibt es einen Campingplatz, Restaurant, Schwimmbad und natürlich Benzin. Das Schwierige an der Strecke, die wir heute fahren, sind ausgetrocknete Reviere. Das sind also Trockenflussläufe, die nur in der Regenzeit Wasser führen. Mit viel Tiefsand, also fahrerisch schon eine Herausforderung. Also wenn ich den Michael und den Wolfgang so rumblasen sehe mit ihren African Twins, komme ich mir mit meiner BMW vor wie ein kleiner Praktikant. Jetzt haben wir noch 30 Kilometer bis Sesfontein, treffen wir auf Hereros, die sind ohne Sprit liegen geblieben. Naja, wir haben noch Benzin und natürlich geben wir den Leuten ein bisschen was, dass die auch bis zu der Tankstelle kommen und wir tragen so ein bisschen zu der Völkerverständigung bei. Auch nicht schlecht. Also, jetzt sind wir also da. Das ist also das ehemalige deutsche Fort von Sesfontein. Es wurde 1896 gebaut und 1914 haben es wieder zugemacht. Damals wollte man die Wilderei bekämpfen hier oben im Norden und auch den Waffenschmuggel mit Angola unterbinden. Sesfontein, deutsches Fort. Lauter faule Adventure-Männer. Direkt neben dem Fort liegt ein alter Friedhof. Dort sind Soldaten aus der Kolonialzeit begraben. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass hier im äußersten Norden hunderte Kilometer von der nächsten Versorgungsstation Menschen gelebt haben. Man braucht hier oben ja auch Getränke, Nahrungsmittel, Munition, mal eine Flasche Bier. Also das alles musste hergeschafft werden, über hunderte Kilometer, ohne Straßen, durch die extreme Wildnis. Wir verlassen diesen historischen Ort und fahren in Richtung Süden. In den nächsten Tagen besuchen wir die Felsgravuren von Schwebelfontein, fahren am Brandberg vorbei, an den Atlantik, am Kreuzkap vorbei, Richtung Swakopmund.
Heute tun wir mal was für die Bildung und besuchen ein Weltkulturerbe, und zwar die Felsgravuren von Tweefontein. Hier gibt es über 2000 Bilder, die teilweise bis zu 15.000 Jahre alt sein sollen. Buschmänner haben sie mit Quarzen in den Fels geritzt. Es ist die größte Ansammlung dieser Art von Bildern südlich der Sahara. Auf dem Weg nach Swakopmund erreichen wir das Kreuzkap. Hier haben die Portugiesen 1486 ein Kreuz aufgestellt, als sie als erste Europäer hier vorbeikamen. Das Originalkreuz, das damals der Portugiese Diogo K.O. aufgestellt hat, befindet sich aber in Berlin. Es wurde damals in der Kolonialzeit abgebaut und durch eine Replika ersetzt. Also die meisten Touristen kommen vorbei, weil sie mal die große Kolonie von südafrikanischen Seebären sehen wollen. Hier leben bis zu 200.000 Ohrenrobben. Also das ist schon ganz gigantisch. Und außenrum schleichen immer die Schakale oder Hyänen, wo Junge holen wollen oder Nachgeburten. Sehr interessanter Platz hier, kann man sehr schön beobachten über einen Steg, der hier angebaut wurde. Jetzt sind wir also in Swakopmund angekommen, das ist so ein bisschen Saint-Tropez von Namibia. Hier macht jeder, der irgendwas auf sich hält, in der Ferie Urlaub. Die Ortschaft hier hat natürlich so ein bisschen das Flair, koloniale Stil, es gibt noch jede Menge Häuser, es gibt Denkmäler, es gibt den Landungssteg, es gibt den Leuchtturm, es gibt eine Brauerei, Museen. Also ist ein richtig schönes kleines Städtchen, um ein paar Tage zu verweilen. Machen einen kleinen Rundgang durch die Stadt, besuche erst einmal den alten Landungssteg, da haben früher die Kolonialherren alles angelandet, es war ja kein Tiefwasserhafen vorhanden, da musste alles über den Steg von weit raus reingeholt werden. Jetzt haben wir uns also das koloniale Erbe von Swakopmund in aller Ruhe angeguckt, sind viel gelaufen und es gibt natürlich Hunger. Da gibt es nur eine Möglichkeit, das Café Anton. Da soll es die beste Schwarzwälder Kirschtorte in ganz Afrika geben und die wollen wir uns nicht entgehen lassen. So, die Torte hat ja spitzemäßig geschmeckt, Kaffee dazu auch. Wir sind schön erholt und relaxed und jetzt gehen wir auf den Handwerkermarkt und gucken ein bisschen nach Schnitzerei. Gibt's ganz tolle Sache hier, ein bisschen handeln muss man, aber wer was sucht für zu Hause, findet hier mit Sicherheit irgendetwas, was er mitnehmen kann. Einen Laden in Swakopmund besuche ich bei jedem Aufenthalt. Das ist Peters Antik. Der hat also so viel schöne Sachen, Kunst und Krempel, Schnitzereien, Sachen aus der Kolonialzeit, Nachdrucke, Briefmarke, was man sich vorstellen kann. Bei Peters Antik haben meiner Meinung nach Ladendiebe kaum eine Chance. Der Laden ist nämlich Voodoo überwacht, durch Zauberkraft geschützt. Nach so viel Voodoo geht's erstmal ins Swakopmunder Brauhaus, schönes Bier trinken und den Tag ausklingen lassen. Wir freuen uns schon auf morgen, da machen wir mal was ganz anderes, eine Bootstour in Walvis Bay. So, die Mopeds bleiben heute im Stall und wir unternehmen eine Bootsfahrt hinaus auf den Atlantik. Die Wüste ist für heute gestrichen. Vom Hafen von Walvis Bay aus starten wir unsere Tour hinaus aufs Meer. Dort wollen wir Robben, Pelikane und Delfine sehen. Mit ein bisschen Glück auch Wale. Danach gibt es im Hafen auf dem Schiff Austern und Sekt.
kam eine andere Wand. Das ist jetzt direkt neu. Wo ist der Schloss? You can go back in the ocean. Naja, Austern ist nicht jedermanns Sache, aber wie sagt man so schön im Bachgau, bezahlt ist bezahlt, weg mit dem Zeug. Der Ausflug war also Spitzeklasse, sehr zu empfehlen, gerade wenn man zu lange in der Wüste war und hat einen Dünenkoller, ist es genau das Richtige, dass dann wieder weitergehen kann. Ein absolutes Highlight ist natürlich ein Rundflug über die Namib. Man startet in Swakopmund, fliegt über die Fels-Namib hinein in die Rote Namib, passiert Sossusvlei, Detvlei und fliegt dann entlang der Küste an den Dünenkämmen vorbei, zurück nach Swakopmund. Also ein ganz, ganz tolles Erlebnis.